Servus und hallo, sagt der DJ Nick. Willkommen bei Big Ambition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich starte mal, ohne dass das Spiel in der Pause ist und dann sofort hört man Hintergrundlärm und Autos vorbeifahren und was weiß ich. Finde ich eigentlich etwas lebhafter. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps und für die tollen Kommentare, die ihr wieder geschrieben habt. Natürlich habe ich wieder alles gelesen. Aber sich dann immer alles merken, ist immer so eine andere Geschichte. Ja, ich weiß, ich sollte mir einen Merkzettel schreiben, aber das kann auch jeder. Nö, ich glaube, ich werde schon irgendwie hinkriegen und wenn nicht, habe ich ja euch. Also vielen herzlichen Dank nochmal für eure, wirklich für eure rege Teilnahme. Das finde ich immer wahnsinnig super und vor allen Dingen für die vielen Views, die ich habe. Also das ist für meine kleinen Verhältnisse, sind es echt viele Views und deswegen freut mich das immer. So, genug gelobhudelt. Wir wollen was tun. Und jetzt mache ich doch Pause. Nee, mache ich nicht. Ich schalte einfach auf den Bissen hin, dann ist sowieso Pause. Und man hat wenigstens ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, also zum Ersten, was ich als Erstes angehen möchte, weil das habe ich mir am meisten gemerkt, war diese Geschichte mit dem Supermarkt. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich habe auch den gleichen Gedanken auch schon gehabt, dass diese Sachen ausgegangen sind. Die frischen Lebensmittel sind ja jetzt ausgegangen, weil sie nicht lieferbar sind. Aber wir hatten doch, kann ich mir nur entsinnen, ja eben auch nicht nur die frischen Lebensmittel, sondern auch die anderen. So wie es ausschaut, ist aber jetzt, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, ganz offensichtlich doch alles geliefert worden, weil jetzt wird hier nicht mehr rumgemeckert, dass das fehlt. Das war die Tiefkühlkost, gell? Das war's. Aber der Tipp war natürlich logisch. Wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, war das Lager voll. Und jetzt weiß ich wieder natürlich nicht, welcher Supermarkt, das ist aber völlig wurscht. Wir schauen es uns mal schnell an. Und das machen wir jetzt am besten. Jetzt lasst es mir überlegen, das machen wir anders. Das machen wir natürlicherweise müssen wir das über den Logistikmanager machen, der unsere Supermärkte hier beliefert. Und dann werden wir jetzt Folgendes machen. Ja, anscheinend geht das Zeug wirklich weg. Ich habe es ja beim letzten Mal schon hochgestellt. Ich würde tatsächlich einfach es so machen, dass wir hier jetzt ein bisschen runtergehen. Eiscreme 800, also 800 am Tag werden wir nicht. Papiertüten ist wurscht. Donuts, glaube ich, sind im Moment nicht lieferbar. Ich gehe etwas runter. Das muss ja gar nicht viel sein. Das würde aber bedeuten, dass wir Wein. Was ist denn eigentlich mit Wein? Wieso ist da so? Ja, echt? Lagerbestand leer, ausverkauft in leer. Okay. Nur ein bisschen. Machen wir 1000 Salat. Glaube ich, war so viel da. Lagerbestand 2800. 300 und logischerweise sollten dadurch dann mehr Platz im Lager wieder entstehen, damit es halt dann eben reicht. Preiswerte Blumen, das kommt irgendwie komisch vor. Wieso denn Wein? Weil der Wein wird woanders geliefert, gell? Oder wenn ich mich noch entsinne, wird der Wein. Oder? Nee, halt, das waren nur die Papier. Das waren die Papiertüten und der Wein. Ja, der Wein wird nämlich nur woanders liefern. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber okay. Brauchen wir heute 8000 Briefe? Brauchen wir bei weitem nicht so lang. Supermarkt Midtown. Also, ich glaube nicht, dass wir 800 Weinflaschen am Tag verkaufen. Da ist der dritte. Das geht jetzt vielleicht nicht sofort, aber es würde logischerweise bedeuten, wenn sie das jetzt immer weniger verkauft, leert sie das Lager langsam. Und 1500 machen wir bei den Getränkedosen. Liefern wir die anderen Supermärkte auch. Ja, um den Gedanken zu Ende führen. Also logisch, das Lager wird halt immer weniger und dadurch haben wir dann mehr Platz im Lager. Also es müsste eigentlich so klappen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Komischerweise wundert mich ein bisschen, dass wir, muss ich das jetzt wieder mal hinterfragen, warum die Getränkedosen da jetzt von woanders, die werden alle aus dem Lebensmittellager geliefert und der eine Supermarkt, komischerweise, Getränke,
Getränke. Okay. Das würde bedeuten, wir müssen aus dem Zentrallager, wie du jetzt gerade gesehen, okay, du spinne jetzt, da habe ich mich doch nicht geirrt, oder? Genau, da, hier, nix, da brauchen wir keine Getränke. Das wird aus dem, so, das wird aus dem Lager geliefert. Und dann ist natürlich die Frage, haben wir im, wir hier noch Getränkedosen? Ja, gut, okay, die können wir aber liegen lassen. Ich glaube, dann verkaufen wir von hier gar keine Getränke mehr. So, jetzt glaube ich, müsste es eigentlich so weit stimmen, oder? Da müssen wir da eigentlich auf einen grünen Zweig kommen. So, dann das nächste ist dieses, immer nur dieses Mode. Also, ihr habt gesagt, ihr behauptet, jetzt war die Anzeige völlig wurscht, wie wir die Preise verlangt. Solange die Preisgestaltung auf 100% ist, zahlen die Leute das schon. Ja, richtig. Wusste zwar vorher schon, ist natürlich nicht falsch. Aber der Witz ist ja, dass ich natürlich schon versuche, immer wieder durch meine Preisgestaltung auch so ein bisschen die Konkurrenten unter Druck zu bringen. Weil da müssen die auch mit den Preisen runtergehen. Versteht ihr? Das ist so ein kleines, so macht man das halt eigentlich. So bin ich das gewohnt. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, ich höre jetzt auf euer Wort. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen, machen wir mal, gehen wir da jetzt einfach mal noch ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht, aber gehen wir mal da noch ein bisschen runter. Und schauen wir mal, ob wir dann hier jetzt zum Beispiel dann hier auf diese 100% kommen. Kundenservice wird noch steigen. Warum jetzt hier keiner einkauft, ist immer noch klar. Habe ich auch keinen Hinweis gekriegt. Ist mir völlig schleierhaft. Warum da kein Umsatz passiert. Ja, es ist halt einfach das Marketing, die Diebstahl 80. Weil klar, wenn wir natürlich, wir haben Ausgaben inklusive Marketing von 4.000, nehmen aber nicht ein. So jetzt natürlich, jeder Händler fragt sich, liegt es jetzt dran, nehmen wir zu viel, zu wenig ein oder geben wir zu viel aus? Jetzt ist der Laden ein, jetzt müssen wir mal schauen, ja, eigentlich ein relativ kleiner Laden. Und hier haben wir ja fast Preisgestaltung, Kundenservice, das kommt noch. Da kommen wir halt zwei Leute, ne? Pro Stunde. Das ist natürlich nichts. Also, woran liegt es, dass in diesem Modeladen nur zwei Leute pro Stunde kommen? Die Preise scheinen ja in Ordnung zu sein, oder zumindest jetzt nicht so, dass da kommt jetzt keiner mehr. Auch das Marketing, Moment, wo war es? Hier, Marketing haben wir 100%. Es wäre mal ganz interessant zu wissen, was ist, wenn man das Marketing, wenn man diese blöde Werbetafel einmal wegdern. Weil die kostet einfach, aber okay. Dann haben wir wahrscheinlich Marketing, was weiß ich, 70%, dann kommen auch wieder weniger Leute. Also das ist mir nur ein bisschen suspekt, da habe ich im Moment ganz ehrlich keine Erklärung dafür. Dann wollte ich noch, ja, vielen Dank für das Lob. Ich glaube auch, dass das die Webentwicklungsagentur ein sehr guter Kauf war. Das ist natürlich ein Unsinn. Also das ist natürlich ein totaler Unsinn. Ich würde vielleicht die Webentwicklung tatsächlich länger aufmachen. Dazu und vielleicht sogar Samstag, Sonntag aufmachen. Aha. Wobei ich eigentlich nicht so Freund bin von diesen. Also das ist, das finde ich blöd, dass die zu wenig arbeiten. Aber wir machen Folgendes. Die ist ja jetzt noch, ist die geschlossen? Nein, die ist offen. Ich würde mir jetzt ganz einfach, so wie man das natürlich macht, wir machen jetzt erstmal nichts. Gibt er uns da schon Informationen? Nein, wir machen da jetzt erstmal nichts und sammeln erstmal Informationen. So wie sie das gehört. Das super, Getränkedosen. Das ist ja klasse. Habt ihr zum Saufen haben es, diese Mitarbeiter. Würde aber trotzdem sagen, ja, Marketing und so weiter müsste man schon ein bisschen machen, oder? Also macht ja Sinn. Und eine Agentur für Webentwicklung, ja klar, die braucht natürlich Internetwerbung. Das ist, ja, wie heißt der jetzt, der Laden? Mist, habe ich wieder vergessen. Habe ich mir nicht merken können. Was ist jetzt der?
Hyperlink Solutions. Okay. Hyperlink Solutions. So. Hyperlink Solutions. Machen wir mal 3 Internetkampagnen. Da kommt sogar voll Werbung. Radio, Werbung im Radio, das ist ja abgefahren. So, okay. Kann ich noch was für ihn tun? Nein, im Moment nicht. Danke. So, und jetzt, wisst ihr, ist das? Ich schimpfe jetzt mal, ich weiß schon, jetzt schimpfe ich schon wieder. Auf der Karte anzeigen, Chatverlauf, alles Unsinn. Ich will hier wieder in den Laden zurück. Das kann doch nicht sein, dass ich den jetzt hier wieder suchen muss. Es ist ein bisschen, ja. Was sagt denn? Marketing 18%. Okay. Wirklich 3 Internetkampagnen. Okay, macht gar nichts. Ich lasse es jetzt so und wir schauen uns wirklich die Zahlen erst einmal an. Hyperlink Solutions, ein Fragezeichen, finde ich jetzt auch komisch. Das sagt auch nichts aus. Wollte immer mal schon neue Piktogramme besorgen, gell? Bin ich nicht dazu gekommen. Ach. Lass mal einfach. Doch, okay. Völlig gut. Und Hyperlink Solutions lasse ich jetzt mal, weil dann kann man sie merken, den Namen. Und beim Preis lasse ich jetzt auch. Also da machen wir jetzt erstmal nichts. Ich will sie erst zahlen. Das gleiche gilt eigentlich auch für unsere so, Anwaltskanzlei habe ich noch keine gekauft. Stimmt, das war das. Wir waren ja eigentlich gar nicht. Ich wollte ja, hey, habe ich beinahe schon wieder vergessen. Ich wollte ja eigentlich die Anwaltskanzlei kaufen, habe aber stattdessen die Agentur für Webentwicklung gekauft. Okay, noch viel cooler, dadurch, dass es jetzt nicht geht, machen wir Folgendes, damit es auch nicht zu langweilig wird. Ganz spannend. Wir haben ja jetzt gleich unsere Anwälte am Start. 1, 2, 3, wie viel sind es? 10 Stück, brauche ich nicht 10. Ja, habe ich jetzt schon 17 Mal ausgebildet. Hatte übrigens in der Ausbildung. Ja. Wir machen Folgendes. Wir mieten uns ein Anwaltsbüro. Und zwar ein kleines. Genau deswegen mache ich das jetzt. Weil ich in Sachen Büro, oder? Da mietet man sich ein Büro, oder? Ja, genau. Da habe ich noch überhaupt gar keine Erfahrungswerte. Was haben wir denn da? 50 Leute passen in ein 600er Büro. Okay, das weiß ich alles noch nicht. Haben wir nicht irgendein kleines? 4 Leute passen in ein 75, das ist ein bisschen zu wenig. Und natürlich auch die große Frage, ist der Verkehrswert wichtig? 10 Leute passen in ein 285 Quadratmeter Büro. Leute, also besser geht's ja gar nicht. Ein J1 ist das, habe ich noch nie zu tun gehabt. 29 Verkehrswert. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. In Murray Hill. Okay, schauen wir mal. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Verkehrswert 10 ist ein bisschen wenig. Find mit 39 mit zu vielen Leuten. 16, das ist ein bisschen arg wenig. Ah, schaut mal, also Büros gibt es ja wohl wie Sand am Meer. Ah, okay. 8 Leute. Das ist ein C2 Büro. Naja, wir müssen ja immer aufpassen, wem das gehört. 50 Leute, das ist mir jetzt nicht so. Ich würde jetzt ganz gerne ein Büro für die meine 10 Anwälte machen. So einfach ist das. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wo war das jetzt? Ist das? Nee. Ist das wahrscheinlich? Doch, hier. Wisst ihr, was das mit dir jetzt? Pff. Warum auch nicht? Ja, das ist ja Pipi. Also, wenn wir uns das nicht mehr leisten könnten, als fast fünffacher Millionär. Fünffacher Millionär. Ist das nicht geil? So allein, wenn ich das ausspreche, finde ich das total super. Wollt ihr das mit? Ah. Okay, da haben wir es doch schon.
weil dem die Huangu, weil dem das Gebäude gehört. Ja, übrigens habt ihr auch gesagt, Gebäude kaufen. Leute, das Gebäude kostet 93 Millionen. Immobilien kaufen. Ich kann mir noch keine Immobilien leisten. Das gehört zum Endgame. Und wir sind noch lang nicht im Endgame. Wen kennt denn das? Frank Gordon, 10, 38, das ist cool. Das ist auch cool. Nehmen wir das. J1. Jawohl. Und wir gründen ein kleines Unternehmen, dass ich das nicht wieder vergiss. Anwaltskanzlei. Ein Konkurrenz in der Nachbarschaft. Ist mir wurscht. Ein Konkurrent ist absolut machbar. Und wir sind in Murray Hill. Kanzlei finde ich gut. Kanzlei Murray Hill. Passt das noch hin? Jawohl. Unternehmen gründen. Finde ich total cool. Ganz schnell. Und jetzt haben wir genügend Zeit. Finde ich auch cool. Bloß die Hintergrundfarbe finde ich furchtbar. Das ist cool. Das ist cool. Und das ist sowieso cool. So. 225. Blasi muss ich Erfahrungswerte sammeln. Niedrigster Marktpreis 301,50. Okay. Würde jetzt mal so lassen. Zeitplan 8 bis 16 Uhr. Ich glaube, das machen wir auch normal. Montag bis Samstag. Wie sich das gehört. Brauchen wir Reinigungspersonal? Wisst man nicht. So, und jetzt, ganz cool. Haben wir hier schon eine Anwaltskanzlei? Ist es nicht cool? Für unsere 10 Leute. Jetzt haben wir genau Zeit, das Ganze einzurichten. Bis dann unsere Anwälte ausgebildet sind. Ist es nicht lässig? Lassen wir aber. Und jetzt kommt das nächste. J1 habe ich gesagt, gell? War das? Was kann ich mir jetzt merken? Kanzlei. Schauen wir nochmal. J1. Okay. Schauen wir mal, ob was da ist oder ob wir einfach unseren Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Büro. J1 Headquarter. Nein, wir brauchen kein Headquarter. Das gefällt mir alles nicht. Wir brauchen Anwaltskanzlei. Für 10 Leute. Es ist immer schwierig an dem. Schaut aber, oh Gott, 4, 8. Das sind viel mehr wie 10 Leute. 8, 10, 12, 14 zähle ich da jetzt. Warum weiß ich nicht? Schaut auch nicht schlecht aus. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Headquarter Law. Aha, okay. Das füge ich jetzt mal dazu. Das finde ich eigentlich gar nicht so kreislig. Vor allen Dingen auch mit dieser Ausrüstung, mit diesem hellen Boden. Das scheint also bestimmt eine gute Qualität zu haben. Ach, wisst ihr was? Ich nehme das jetzt einfach. War nicht. Fand ich eigentlich cool. Wir werden ja eh wieder noch ein bisschen umbauen müssen, oder? Wissen jetzt, braucht ihr eigentlich Musik? Die Anwälte. Macht man eigentlich nicht, gell? Ich lasse das jetzt. Mehr sehe ich da jetzt gar nicht. So, und jetzt rufen wir gleich unser Na, der Innenausbauer ist es nicht, oder? Doch. Oh, probiere jetzt mal. Dass ich die, mittlerweile bringe ich das immer durcheinander. Bin echt der alte Mo geworden. Nee, weil der Bahut richtet keine Büros ein, gell? Das macht der Nukem. Noch nie gemacht, sieht man es mal wieder, dass ich noch nie Büros eingerichtet habe. Ich glaube, das macht der, oder? Nee, der richtet Privatwohnungen ein. Kingdom Office, ja, also, das ist also, noch offensichtlicher geht es ja kaum. Kanzlei Mary Hill. Morgen. Akulo, Kost, mach mal, bin ich voll dabei. Mach mal, zack,
Ja, kannst du es verkaufen, ist ja eh nichts drin. Super, total cool. Ich glaube, keine Musik mehr. Jetzt ist der Radio ausgefallen. Okay, wollte ich sonst noch irgendwas machen? Fragezeichen. Eigentlich. Doch, Moment einmal, wir haben ja noch. Das ist. Doch ein bisschen stressiger Sound. Sorry, mein Kopf arbeitet gerade. Wir haben doch noch die Programmierer, gell, die noch Anwälte. Scroll, 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 scroll. Wir hatten doch noch die eigenen Programmierer, die noch in der Ausbildung sind. Wo sind denn die? Ist schon so viel. Leute, das ist zu laut. Sorry, da kann ich. Das ist zwar gut gemeint, aber. Sorry, da kann ich mich leider nicht konzentrieren. Sind denn unsere Programmierer? Optimkeit, Anwalt. Programmierer hier, hier, Programmierer hier, ja, genau, eben, die sind noch in der Ausbildung, die sind aber bald fertig. Und dann können wir nämlich auch diesen Gehaltsvergleich machen. Hier, die verdienen alle, das sind so um die 73%, die verdienen alle so 46, 7. Und wenn die dann ausgebildet sind, meine verdienen wesentlich weniger. Also da sieht man es mal. In der Masse lohnt sich das wohl schon, diese besseren Berufe selbst auszubilden. Naja, wobei da hat er echt einige billige. Und dann werden wir das tatsächlich so machen, dass wir die 10 teuersten, die werden wir entlassen. Und dann werden wir unsere eigenen Leute einfach erst einmal einteilen. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Was wir aber auch noch machen müssen, ist, darf ich gar nicht vergessen. Ja, wir müssen. Haben noch jede Menge frei. Hier nehmen wir mal die Crouch. Zack, und dann ist die schon voll. Genau. Warum ist das jetzt nicht aktiviert? Ach so, das sind. Ach du, okay, das sind die Leute, die noch gar nicht zugewiesen sind. Ach du meine Güte. Na gut, Calvin Long, mit deiner Gold, jetzt kommst du endlich einmal dazu, auch was zu tun. Hey, Wahnsinn, sind das so viel Leute gewesen, oder wie? Waren so viele Leute noch nicht zugeteilt? Das ist ja krass. So, meine Güte. Tatsächlich. Ja, die können wir dann irgendwann einmal auffüllen. Na, also, es hat sich echt gelohnt, gell? Dass man da werden wir irgendwann, wir haben ja noch unser offenes Büro, darf man auch nicht vergessen. Leute, wir haben ja hier immer noch unser Personalbüro, da ist überhaupt nichts los, aber jetzt langsam brauchen wir das. Cool. Ja, ich glaube, dass ich da nicht mehr lang rum würde. Passt. Okay. Dann, ja, wollten wir eigentlich nicht mehr viel Ei. Wir könnten vielleicht noch schnell in den Supermarkt vorbeihupfen und was essen kaufen. Machen wir einen Donnerstagmittag, das machen wir schnell. Und damit wir wenigstens einmal draußen rumlaufen und nicht mit unserem Schlafanzug, den wir da gerade anhaben, irgendwie nur daheim sitzen. Kostet ja nichts, ist ja unser Supermarkt. So, und wie ist hier los? Ist was los? Ist was los? Jawohl, und wenigstens sind die Regale nicht ausverkauft, außer natürlich die frischen Lebensmittel. Weil die sind nicht lieferbar. Ich kann frische Lebensmittel nicht finden. Ja, ich weiß, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde ja auch gern frische Lebensmittel kaufen, aber
Muss mir hier jetzt auch hier von Fertigfood. Ganz ungesund. Muss ich echt dran denken, dass ich beim nächsten Mal, wenn die frischen Lebensmittel wieder lieferbar sind, dass wir da uns so zuknallen. Wir kaufen unseren eigenen Laden leer. Umsonst bekommen. Gott, ist das cool. Unseren Hairstylisten wollen wir auch irgendwann einmal nochmal anschauen. Machen wir wann anders. So, okay. Jetzt. Boah. Bitte, wir haben tief. Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das freiwillig. Wie schaut es jetzt hier mit dem Ding aus? Ja, da haben wir viel gemacht, aber es macht ja nichts. Wir können ein bisschen was tun. Machen wir noch mal ein bisschen Sport, wenn ich jetzt Sportoutfits eh noch um, weil ich will mich dann umziehen. Logischerweise werden wir, wenn wir dann ins Anwaltsbüro fahren, werden wir ja wohl logischerweise auch was Sauberes anziehen. So, da la, sehr gut. Das habe ich schon gewartet. Es passt genau. Wenn alles fertig ist, sind die Leute ausgebildet. Ja gut. Ist vielleicht sogar die Frage, ob wir nicht schon ein bisschen weiterdenken, aber ich will mir jetzt nicht wieder selber einlegen. Ob wir nicht schon anfangen sollten, wieder neue Leute auszubilden. Aber dazu müssten wir uns jetzt auch wieder überlegen, was tun wir denn eigentlich? Jetzt zum Beispiel mit Tiefkühlkost essen. Ach, das ist ja geil. Moment einmal. Der füllt sich das nicht. Der braucht viermal Tiefkühlessen, ist einmal frisches Essen. Das ist ja geil. Das finde ich jetzt schon wieder cool. Ja, das finde ich jetzt schon wieder super. Wie viel Uhr haben wir noch ein bisschen? Dann, was machen wir? Scheißegal. Machen wir hier noch ein bisschen, 5 Stunden, ein bisschen noch aufnehmen. Okay, Energie ist eh fast am Ende und dann 20 Uhr, ja, hauen wir uns hin, weil ich will jetzt gleich noch ein bisschen was machen. Halbe Stunde ist eh schon fast wieder vorbei. Wir fahren aber trotzdem darüber. Also, das will ich auf alle Fälle sehen. Ja, schlafen mal bis um, wann kommt die Lieferung? Um 10 Uhr, um 9 Uhr. So. 460.000, ja, also es regeneriert sich im Moment nicht. 840.000, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Getränkedosen, ja, die müssten aber jetzt wieder da sein, oder? Ja. Frische Lebensmittel gibt es nicht. Tiefgekost ist jetzt auch wieder geliefert. Okay. Sehr schön. Ja, und das sind die Warnungen. Schauen wir mal ganz kurz. 999, ja, da brauchen wir nicht nachschauen. Jetzt wissen wir, was das ist. Kanzlei, Murray Hill. Ja, das ist ja logisch. Die ist ja noch gar nicht eröffnet. Was wollt ihr denn? Okay, wir ziehen uns kurz um. Alle Leute, also wir können immer wieder letzte Schluderix rumlaufen. Und gerade wenn wir natürlich jetzt als Anwalt unterwegs sind, nee, da geht auch nichts mit Turnschuhe, das finde ich nicht gut. So, wir müssen schon anstehen. Also, ranscrollen, anschauen. Das schaut doch schon wieder. Schaut doch jetzt wirklich einem fünffachen Millionär schon ein bisschen ähnlich. So. Lebensmittel und Donuts sind nicht lieferbar. Günstige Geschenke sind nicht lieferbar. Moderne preiswürdige günstige Geschenke. Okay, lasst mich mal kurz nachschauen. Günstige Geschenke haben wir, aber 6.500 für 20 Tage sollte also reichen. Gut, wir machen uns anständig. Oh, geiles Auto. Ja, das ist wieder was anderes.
Wir fahren jetzt mal schnell rüber. Und das will ich nämlich sehen. Wo ist sie? Achso, halt schon mal an. Mal so, der Moment. Hier, wir fahren gar nicht rüber. Wir gehen jetzt Fuß, weil es um die Ecke ist. Hast du mich jetzt angehupt? Ich glaube, ich bin. Okay, cooles Gebäude. Cool. Okay. Ich hoffe, dass die alle gut ausgestattet sind. Mauspad, Computer. Jawohl, die teuren Stühle. Dann Kühlschrank haben sie. Schaut optisch alles ganz gut aus. Ein Lager braucht man nicht. Und wie viele Plätze sind das jetzt? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, das hinten ist das Chefbüro. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 11 und ja, was sagt er hier? Wahrscheinlich 12 Plätze, oder? Schau mal. Nein, das ist es nicht. Kanzlei. Ah, nein, nein. Oh Gott. Naja, man sollte schon das Alphabet können, gell? Boah, hat das jetzt einer von euch gesagt? Ich schwöre es euch. Ja, was haben wir? Wie viele Plätze? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer zu zählen? Ist eigentlich wurscht. Wunderbar. 8 bis 16 Uhr, 8 Stunden. Ja, passt. Dann warten wir jetzt nur, bis die Reinigungskraft. Rein. Wollt man da was dazu ein? Haben wir vielleicht irgendwo irgendjemand übrig? Vielleicht da noch überschubsen können. Müsste man uns überlegen. Würde Sinn machen, dass man jetzt wegen einer Reinigungskraft jetzt nicht einen großen Tralala macht. So schaut's aus. Unser erstes Anwaltsbüro ist da. Schaut gut aus, mir gefällt es eigentlich gut. Mehrzweckstuhl. Kommt jetzt wieder drauf. Oh, wahrscheinlich werden sie wieder irgendwann anfangen, meckern und wir müssen wieder ewig rumdoktern. Lassen wir jetzt mal so. Ich finde das jetzt ein bisschen schade, dass die nicht gleich voll ausgerüstet werden. Konferenzraum, finde ich eigentlich ganz witzig. Kleine Küche. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und die Bewertungen, nochmal ganz kurz, der Kanzlei sehen wir ja sowieso erst, wenn es dann soweit ist. Da müssen wir nichts bestellen, oder? Bestellungen sind wir hier raus, oder? Marketingkampagnen müssen wir auch noch machen. Machen wir dann auch beim nächsten Mal. So, Leute, es sind schon wieder 35 Minuten. Man möchte es kaum glauben. Es ist ein Wahnsinn. Aber super, wir sind ins Anwaltsbusiness eingestiegen. Das ist schon mal cool. Ich habe wieder vergessen zu essen. Das ist jetzt nicht so cool. Wir warten jetzt, bis unsere Leute noch ausgebildet sind. Heute, nein, heute ist, jetzt überlege ich gerade, müssten die dann auf, sind die dann auf, genau, 9 Uhr, morgen, wunderbar, morgen sind die fertig. Die 2, 3%, das soll dann die Personalleiter machen. Sehr schön, morgen rein. Machen und dann können wir am morgigen Tag, also am morgigen Spieltag sozusagen, schauen, was hat unsere, das machen wir jetzt noch nicht, deswegen, das wird so ein bisschen der Cliffhanger jetzt, was hat unsere Werbekampagne eingebracht, also unsere Werbe, unser Werbe, Software, Werbeprogrammierding, Büro, was hat das eingebracht und, aber eins möchte ich jetzt schon noch schauen, Hypersync Solution, okay, hat gar nichts eingebracht. Aber Mode-exklusiv Bekleidungsgeschäft, schaut's mal. Zumindest haben wir hier wieder 2000 Gewinn. Na, wenigstens etwas. Vielleicht machen wir den Laden da komplett zu.
war damals der Fehler, die Modegeschäfte aufzuteilen. Das war mein Fehler, vielleicht hauen wir den raus. Mal überlegen, das lasse ich mal durch den Kopf gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Big Ambitions. Ja, es geht fröhlich weiter. Es ist so spannend, macht so viel Spaß. Beim nächsten Mal nehmen wir uns diese beiden hier oben vor und sind jetzt endgültig eingestiegen in die Dienstleistungsbranche. Es bleibt uns ja nichts anderes. Und dann schauen wir uns mal die Preise an. Ach, es gibt so viel zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt der DJ Nick hier. Und schaut das nächste Mal wieder rein bei Big Ambitions. Danke für ein Like, danke für ein Abo. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure tollen Kommentare und fürs Mitmachen. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.